Sträflingskleidung? Ja. Ich fühle mich auch wie im Knast hier. Muss man die Heizung anmachen, bitte? Welche Heizung? War doch. Tu nicht so, als ob es kalt wäre. Das Metallding da hinten ist eine Heizung an Wand. Kannst du anmachen. Die war an? Ja, war, als ich nicht da war. Genau. So, jetzt müssen wir noch Einstellungen machen. Moment. Kann das sein, dass dein Video schon läuft? Welches Video? Hat das jemand angemacht? Ja, man sollte das halt weglöschen. So. Fertig. Hallo Borgheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze und der Nutzer mit Sträflingskleidung. Jetzt wackelt schon die Kamera. Ein Erdbeben findet hier statt. Wie war dein Wochenende? Bezaubernd. Bezaubernd? Bezaubernd, zauberhaft. Kennst du? Hokus Pokus Biersaufmodus. Ja. Du hast ein neues Deo, du riechst so schön. Ja, das ist der Restalkohol. Der hat gesoffen. Ich mach sowas nicht. So kann er nicht sein. Ich kann nicht so sein wie du. Nein, so bin ich auch nicht. Hast du die Pferde mal was gesehen? Erde? Ja, Erde. Die Seepferde. Seepferde. Ja, sind mittlerweile, also mit ein bisschen nacharbeiten. Also danke nochmal an Marcel und an Enrico. Ihr habt nochmal schön nachgearbeitet. Von den 10 Seepferdchen-Kursteilnehmerinnen sind am Ende 7 Seepferdchen draus geworden. Und das ist doch eine schöne Quote. Und die anderen sind auch sehr gut vorbereitet, um nächstes Jahr dann mit einem kleinen Anschub und ein bisschen Nachtraining auch hier Seepferdchen zu schaffen. Also allen nochmal herzlichen Glückwunsch, die bei uns im Waldbad dieses Jahr bei unserem ersten eigenen selbstorganisierten Seepferdchenkurs im Waldbad. Danke an Marcel und Enrico nochmal für die Durchführung, unserem ersten eigenen Seepferdchenkurs durchgeführt haben dieses Jahr. Das hast du richtig gut gesagt. Nee, und weil du schon so richtig toll gendern kannst, kannst du mir bitte jetzt mal herrenloses Darmfahrrad gendern? Ja. Kofferloser Herr und herrenloser Koffer. Du kommst ja total durcheinander. Und dann haben wir noch eine Info gekriegt, und zwar vom Singkreis Borgheide. Die warten auf uns, wir sollen singen kommen. Aber so viel Alkohol können wir mal gar nicht zu uns das nehmen. Das wollen die nicht, dass wir das singen. Nicht. Der Singkreis Borgheide hat sich gemeldet und der trifft sich jetzt wieder unter der Leitung vom Herrn Goetke. Wir singen in erster Linie bekannte Deutschlieder, einige deutsche Volkslieder, Mann, das ist doch, geht doch nicht mehr. Einige haben den Singkreis ja auch schon auf Veranstaltungen gehört. Und man kann dienstags um 18.30 Uhr in den Speisesaal der Grundschule kommen. Da freuen sich dann die, die schon singen können und die benötigen stimmkräftige Unterstützung. Matze, dein Bass, hast du so einen Bariton? Seit wann ist eine Krähe ein Singvogel? Es ist auch ein Singvogel, so ein bisschen ordentlich rumkrähen. Ja, wie gesagt, der Singkreis freut sich, wenn noch Leute dazustoßen. In der Grundschule immer Dienstag um 18.30 Uhr, jeden Dienstag, ne? Steht hier ja. So steht es da. Ja. Hast du fein abgelesen. Ja. Und dann können wir bei der nächsten Veranstaltung im nächsten Jahr, ist denn überhaupt Weihnachtsmarkt, sag mal? Fällt mir gerade so ein. Als Weihnachtsmarkt singen die nicht. Ist denn dies Jahr Weihnachtsmarkt? Ja, ist denn dies Jahr Weihnachtsmarkt? Irgendwo bestimmt. Oder jetzt Waldbad. Speziell? Ach, Waldbad. Ach so. Na, wo ist denn hier sonst Weihnachtsmarkt? Liebe Waldbad, Weihnachtsmarkt, bisherige Teilnehmer, wir starten mit unserer Planung jetzt am 24., 25. September. Daraufhin werden wir alle damals Beteiligten wiederum anschreiben. Es geht vorrangig um die Stände etc. Es ist noch nicht klar, inwieweit wir aufgrund von irgendwelchen Abstandsregeln, die uns blühen werden, überhaupt ein Bühnenprogramm machen können und dürfen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, oder ja oder nein, weil wir es nicht gewährleisten können, dass wir da 500 Leute vor der Bühne stehen haben auf einmal. Und so viel waren es immer. Deswegen haben wir da ein paar Zwänge, die uns da ein bisschen Gedanken machen. Also sagen wir mal so, per se ist das Ding noch nicht abgesagt. Es ist nicht abgesagt, wir gehen in die Planung. Wir aber wissen noch nicht, die Durchführung wie, mit und ohne Programm etc., das steht noch in den Sternen und das wird noch durch die eine oder andere Veränderung, die auch mit irgendwelchen Vorgaben aus unserer lieben Landesregierung kommen könnten, dadurch wird es bestimmt. Gut, dann haben wir noch außer den Wahlen am Sonntag, die wir nicht weiter kommentieren, gibt es noch eine Veranstaltung und zwar am Freitag? Warte, ganz kurz. Doch, Wahlen kann ich kommentieren. Geht wählen. Das war's, danke.
Wieso gibt es Bratwurst? Ja, das wäre noch was, ne? Ja, hallo? Wir brauchen hier so ein bisschen Wahlterror. Das würde die Wahlquote an einem Sonntag, wenn keiner Lust hat zu kochen, also so ein kleines Menü am Rande für einen Wahlzettel? Oder? Ja, ein Eis oder eine Eintrittskarte für irgend so ein bisschen Wahldruck aufbauen. Woanders geht's auch, ne? Woanders geht's auch. 100 Jahre AWUS. 100 Jahre AWUS. Genau, am Freitag nämlich. 100 Jahre AWUS und auch Borkheide ist da vertreten. Und zwar hier, guckt mal hier, seht ihr so ein schönes Bild mit drei Autos und natürlich auch hier dieses Bild hier. Das ist ein bekannter Borkheider, der Rudi Lapön, ehemals Kfz-Meister hier in Borkheide. Jetzt ist er ja im Ruhestand. Und der ist am Freitag mit auf der AWUS. Da geht von 10 bis 22 Uhr richtig rund in der Nordkurve. Allerdings nur für circa 2000 Gäste, wie ich gelesen habe. Und die bestehen da irgendwie auf 3G. Das heißt, mit 2000, wenn halb Berlin da ist, ist schon Schicht im Schacht. Ich weiß nicht, ob man hin kann. 3G ist da abgeschaltet. Wir haben nur noch LTE. Genau. Also wer Lust hat, kann es ja mal versuchen, da hinzukommen am 24.09. Wir schaffen es nicht. 100 Jahre, ja. 100 Jahre AWUS? Ja, und da waren noch drei Autos da. Und du hast gesehen, das Ding hieß nicht AWUS, sondern Autostraße. Ja. Steht da auf dem Bild, guck mal drauf. Ja, ich hab's ja hier noch, guck mal. Nein, das heißt Automobilstraße. Genau, ja. Automobilstraße. Ja, da hat der Lutz hat das Foto ein bisschen aufgepeppt, das sah so ein bisschen älter aus. Jo. Und Rudi ist da. Rudi, wir wünschen dir viel Erfolg, aber ich sehe dich ja, glaube ich, vorher nochmal. Gut, und denn warst du schon mal so? Mehr fällt mir gar nicht ein. Eine Veranstaltung war nicht. Du warst Essen und Trinken am Wochenende. Ich war mit. Jo. Und das Wort. Hat durchgereicht. Ach so, jetzt kannst du mal sagen, kommt der Sommer zurück oder nicht? Den Sommer würde ich das nicht mehr nennen. Ne? Wir sind ja jetzt, wann beginnt eigentlich der Herbst? Heute oder morgen? Ich bin vollkommen uninformiert. Aber ich glaube, spätestens der 21. ist dann der Herbstanfang. Meteorologisch sind wir ja schon drin. Guck doch mal im Kalender. Guck mal im Kalender. Da musst du kurz noch was erzählen. Wann ist denn Herbst an? Also ich erzähle jetzt mal was. Matze sucht jetzt im Kalender, wann Herbstanfang ist, weil ist zwar jedes Jahr dasselbe, aber wir merken uns das nie. Nee, nie. Und wann ist die Zeitumstellung? Wieso auch nicht? Letztes Oktoberwochenende. Aber ja, steht bei dir nicht. Guck mal zu den Leuten da, die gerade jetzt was sagen. Ich soll mal zu euch gucken. Matze sucht immer noch den Herbst an den meteorologischen. Hier, ich weiß doch, wie das geht. Meteorologischer Herbstanfang. Mittwoch, 22. September 2021. Doch, der 22. Habe ich doch gesagt. Da, guck mal, damit es aufhört zu regnen, kommt der Herbst. So, jetzt bist du wieder dran. Ja, wenn du aber hier Wetter. Wenn du aber auf diesem Bild guckst, siehst du ja, dass bei diesem blauen, dieser blaue Balken, der so überdimensional dargestellt ist, siehst du rechts außen 0,3 Liter pro Quadratmeter. Also die können ab und zu mal runtertröppeln am Dienstag, aber vermutlich eher nachts um 11. Vielleicht auch früher. Ansonsten sehen wir Temperaturverlauf entspannter nach oben, wobei wir den in Dienstagnacht haben wir ein bisschen kälter da, ne, mit knapp 7 Grad. Ist nicht so schön. Aber so die Tagestemperaturen um die 17 Grad im Durchschnitt. Ist doch schön. Und nachts über 10 Grad ist auch wieder schön. In Summe ist es trotzdem nicht schön. Bei mir ist es mal wärmer, weil ich bin bei dir. Bei dir ist es wärmer hier, deswegen habe ich auch die dicke Jacke an heute, weil ich traue mir die gar nicht auszuziehen. Also ich zeige dir nachher mal, wie man so eine Heizung anmacht. Wollen wir mal ein Tutorial, machen? Wie stelle ich meine Heizung an? Die war doch schon an. Weil die da geht noch nicht an. 3? Die geht noch nicht an. Oder 4? Die geht noch nicht an. Ich mache dir mal eine Montagsprogrammierung. Wenn ich Die Heizung ist noch auf Sommerbetrieb. Mach einen Kamin an da hinten. Der ist doch angewiesen, Junge. Merkst du nicht, wie warm das hier ist? Das ist eine Frostbeule. Aber wie sagt man so schön, der Säufer und der Hurenbock und so weiter. Nee, das darf man gar nicht sagen. Gucken die Kinder zu? Nein. Okay. Die haben jetzt weggeschaltet. Gut, also, das war's. Überlegen. Matze sagt, nächste Woche wird es ein bisschen wärmer bis zum Ende der Woche. Bei 17 Grad landen wir. Vielleicht kann der Waldbad noch mal ein bisschen aufmachen. Du hast dich versprochen. Aber, was ich gehört habe, übrigens, im Fliegerheim gibt es schon Gänsebraten, Entenbraten. Das war jetzt das Stichwort. Ente. Gut, alles gut. Habe ich schon mal ein Foto gemacht. Hier, guck mal hier. Richtig geile, krosse Ente. Habe ich dieses Jahr vor einer Woche im Fliegerheim fotografiert. So, und das war's für heute. Heute ziehen wir gar nicht mehr so hin. Matze muss nämlich noch einkaufen. Der will mir noch eine Überraschung kaufen. Was zum Spielen, was Süßes.
Wir sind durch. Matze? Das ist ein Zustand, wir sind durch. Aber wir sind fertig, wir auch. Wie immer hier vor der Kamera. Matze, ja, meinst du mich? Lutze und tschüss, weg. Wir sind weg. Wir quatschen nur dumme Zeug.